Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 2. Auf der Suche nach der Schürfstelle habe ich mal wieder die andere Rüstung angezogen, weil ich ja meiner Meinung bin, dass wir auf einen NPC treffen könnten, der dann alles andere als gut auf uns eingestellt ist. Und solange wir keine Orks als Feinde haben, müsste das eigentlich gut gehen. Ja, so ist es. Immer noch im Minental ist da immer noch die Kiste drin, ne? Da ist tatsächlich immer noch die Kiste drin, ne? Den Turm werden wir uns merken. Ich will jetzt ehrlich gesagt einfach nur zur Schürfstelle. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde gerne zur Schürfstelle. Hier könnten wir runterspringen. Oh, Feldräuber. Feldräuber sind ein leichtes für uns. Und hier haben wir irgendwie nichts, ne? Oha. Banditen. Warte mal, wenn ich hier entlang gehe, ohne dass er uns sieht. Hast du uns gesehen? Hat er nicht. Finde ich gut. Und es ist so wahnsinnig dunkel hier irgendwie. Zumindest habe ich das Gefühl. Oh nein, da unten liegt einer. Ja, ja, ja. Halt den Schnabel. So, hier noch eben Heilkraut. Oh. Na? Habt ihr eure Freunde mitgebracht? Habt ihr? Finde ich ja super, finde ich das. Komm, komm, komm. Jawohl. Bevor er uns erreicht hat. Haben wir ihn zu Fall gebracht. Ja, gucken wir uns halt mal in aller Ruhe um. Ja, diese Feldräuber. Was eine Plage. So, zack. Unser Plan besteht weiterhin. Wir wollen auf jeden Fall hoch nach oben links, ne? Das ist ja der Weg zur alten Mine gewesen. Jetzt, oh, da sind sogar noch mehr drin, ne? Will ich mal eben kurz gucken, wer hier liegt. Achso, Dunkelpilze. Und wir sind ja, das ist Cavalons Lager, ne? Ja, ja, ja. Vielleicht finden wir da einen tollen Bogen. Ich meine, wir sind schon immerhin in Kapitel 2, ja? Kann sein, dass wir noch einen stärkeren Bogen finden. Oh nein, da oben... Da oben ist jemand, ne? Da oben ist jemand. Ich habe einen Kopf gesehen. Na, scroll mal raus. Da oben sitzt jemand. Seht das? Ganz leicht. Auf der linken Seite. Wie kam man denn da oben nochmal hin? Von der Rückseite war das doch, ne? Da war doch irgendwie ein Lager oder so. Ich hoffe nicht, dass es Banditen sind, aber... Und wenn schon. Oh, meine Güte. Hier Riesenratten, Feldräuber... Ja, warum denn nicht? Ich meine, das ist genauso unser Fachgebiet, ne? Guck mal, Sumpfkraut. Einfach hier so... So, kann man hier oben hoch? Nee, ne? Guck mal, da sitzen zwei Genossen. Da müssen wir uns gleich auf jeden Fall mal eben kurz umgucken. Aber hier, die... Oh Mann, ey. Die ganzen Sträflinge. Kann doch nicht sein, dass die Viecher hier... Ja, ja, von wegen, Ratte. Halt die Klappe da hinten. Du auch. So, zack. Komm schon. Jetzt finde ich die den Weg... Doch, findet den Weg zu uns. Kann doch nicht sein hier. Fiese Viecher. Aber hier ist ja alles voll von denen. Ich glaub's ja nicht. Zack. Na, du auch noch? Ja, ja, droh uns mal. Vielleicht verdiente Erfahrung, Freunde. Da unten ist auch noch ein Feuer. Gucken wir uns mal um. Cavaloran. Hier war er, ne? So, dich noch mit eingepackt. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, gib her hier. Jawohl. Das gute Fleisch. Das gute Fleisch. Ja, und hier in die Höhlen können wir eigentlich auch mal eben durchgehen. Oh, guck mal, was haben wir hier Schönes hier? Guck mal, Trank, Trank, Trank. Cavalons Lederbeutel. Ja, und oh, wir haben ein Bett. Ich glaub's nicht, hier ist ein Bett. Aber erstmal die Truhe. Oh, saubere Kombination. Oh, der hat keinen Bogen für uns. Nein. Warum? So, Freunde, wir werden uns erstmal hinlegen, bis zum nächsten Morgen schlafen. Vielleicht wird es ja dann irgendwie ein bisschen heller. Ja, ich will mal hoffen, dass es hier auch schön Wetter gibt. Oh. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Warum haben wir denn den Lederbeutel? Wow. Gefunden. Markus. Wer ist ein Paladin? Ich komme gleich. Gleich. Ne? Gleich kommen wir mal dahin. Vom Schäden am Paladin. Sind wir schon an der Schürfstelle? Nee. Die Schürfstelle ist oben bei der alten Mine. Nicht die neue freie Mine, die alte Mine, die ja eigentlich damals eingestürzt ist. Wenn ihr euch erinnern könnt, ne? In Gothic 2 bei mir gesehen habt. Oder vielleicht sogar selbst gespielt habt. Aber sonst ist hier nichts, ne? Da haben wir noch ein Feuer. Nee, komm, ich unterhalte mich direkt mal mit dem werten Paladin. Warum ist er denn da? Vielleicht ist... Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist Herr Diego mit dabei. Diego haben wir aber schon gefunden. Was macht der da?
Oder ist das ein abtrünniger Paladin? Hallo? Halt! Im Namen Inos! Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss, Lord Hagen. Seit wann heuert Lord Hagen Söldner an? Sprich, was willst du hier? Ja, erstmal sag du mir doch mal, es wäre schwierig, was du hier machst. So. Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Orkangriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Oha. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Wow. Na klasse. Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garon schickt mir bald die Unterstützung. Ja, ich will's hoffen, sonst sieht's ja schlecht für dich aus. Da versteckt sich hier einfach ein Paladin. Das heißt, da oben ist alles kaputt gegangen, oder was? Darf ich denn jetzt hier rein? Oder, haust du uns den Kopf ab? Nee, ne? Der hat tatsächlich... Oh, guck mal hier. Spruchrolle, Trank. Jawohl, Verwandlung in Minecrawler. Ja, ich weiß nicht, wofür man die Oh, edles Bastardschwert. Die Verwandlung braucht, aber die Truhe finde ich dagegen viel interessanter. Links, rechts, jawohl. Naja. Aber ein edles Bastardschwert. Zeig doch mal, das schöne Dingen. Wo haben wir es denn? Edles Bastardschwert. 110 Schaden, einhändige Waffe mit 110 benötigter Stärke. Darf man es anlegen. Gut. Aber was ist jetzt oben aus deinen Freunden geworden, aus der Schürfstelle? Wir haben nämlich jetzt alle gefunden. Wir könnten jetzt eigentlich theoretisch zurück zu, Dingens gehen. Ihr wisst, wen ich meine. Aber ich will jetzt dennoch gerne oben zur Mine. Ich will mich so und so ein bisschen hier umgucken. Ist ja klar, ne? Hier hatten wir mal, vor einiger Zeit hatten wir hier... Snapper haben hier auf uns gewartet. Was ist denn, eine Sumpfratte? Wer macht eine Sumpfratte hier? Sumpfratten kommen doch aus Jacken da. Evolution. Wer weiß. Ja, und hier, ihr habt gerade hier richtig Spaß, ne? Seid ihr fleißig am Essen, seid ihr hier? Nee, 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 dafür benutzt man keine Pfeile hier. Ja, komm, jetzt treffen sie nicht, oder was? So, komm, einfach mal durchgeschlitzt hier. Die 10 Erfahrungen nehmen wir auch mit. Aber so was von. So. Komm, ran hier, Fleischschwanze. So. Schluss mit Quieken. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Außer Buddlerfleisch. Das braucht man nämlich. Gerade für Offscreen-Geschichten. Warum? Ich frag das. Ich hinterfrag so und so immer alles, aber. So. Hast du das schon gehört? Nee, ne? Achso, die Fleischschwanzen ernähren sich davon. Du bist doch eine Sumpfratte, oder? Jetzt sag mir, du bist eine. Wow. Es ist eine Sumpfratte. Wer macht denn hier bitte eine Sumpfratte? Oh, Freunde, ich traue der Sache gar nicht. Wir hatten ja gespeichert. Ich meine, ist ja alles halb so wild. Gucken wir uns halt mal um. Oh no. Nee, 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 nö. Nö. Keine Echsenmenschen. Ja, ich weiß, wir werden mit denen fertig, aber... Gib mal her, das Sumpfkraut. Ist hier ein Sumpf entstanden, oder was, in den 3 Wochen? Noch mehr Echsenmenschen. Blutfliegen ist ja auch noch okay, ne? Aber... Ah, ich habe ein bisschen Respekt vor den Echsenmenschen. Das sind Viecher, die... sind uns halt nun mal das allererste Mal vor die Nase gehüpft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist, So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ja, aber du sonst auch immer was versteckt. Na, irgendwie Steintafel oder so. Ich meine, nach oben müssten wir eigentlich auch, ne, zum Turm. Da machen wir aber einen anderen Mal. Weil wir können ja auch, genau, von da oben können wir ja auch noch rüber. Hm, gut. Wir haben noch die Banditen. Es ist die Frage, wie kommen wir denn, Erstmal gehen wir hier in die Höhle rein. Wir hatten jetzt die Höhle mit dem Paladin und wir hatten hier eine Höhle, da habe ich nur Goblins drinne gehört. Die werden wir jetzt auch erstmal kurz säubern. Außerdem haben wir hier ein Bett, ja, das finde ich relativ praktisch.
Ja, dann wisst ihr, was ich meine. So. Hallo. Na, Jungs. Oh. Da sind aber viele. Oh, oh. Jetzt werden sie aber wild. Komm schon. Jawohl. Jawohl. Ja. Sehr gut. Nichts zu plündern. Also schwarze Goblins können uns gar nichts mehr. Ne? Es ist gar nichts mehr. Und wir sind Stufe 33, Freunde. Haben wir jetzt 60? Wir haben 60 Lernpunkte. Das ist der Hammer. Oh, da hinten liegt was. Da liegt etwas. Was haben wir hier? Snapperkraut, sehr schön. Feldknöterich. Und Tränkelein. Und ne, Mana-Trank, Heiltrank. Das ist ja nicht verkehrt. Schöne Sache. So, jetzt ist aber die Sache, wie gehen wir denn dennoch ganz nach oben? Zu den Banditen möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil... Ah, das ist immer so eine Sache, ne? Wir gehen mal vorne entlang. Weil damit kommen wir dann auch hinter Cavalons Hütte, meine ich, hoch, ne? Ich meine schon. Habe ich nämlich Lust drauf. Jetzt gerade so. Ins Eisgebiet müssen wir auch noch. Ja, wir müssen so und so noch über... Ach, hör auf. Gothic 2 ist so riesig, Freunde. Ja, es ist so riesig. Kannst überall entlang gehen. Da oben sehe ich gerade nichts mehr. Gut, gehen wir hier oben entlang. Ja, hier unten waren wir nämlich noch nicht, ne? Guck mal hier, Feuerkraut, zack. Meins. Hier ist der Weg. Da kannst du über die Brücke, ne? Kannst du da, genau. Und da kannst du die Tür nicht aufmachen, weil der sagt ja in Gothic 1, da brauchst du Schlüssel dafür. In Gothic 2 haben wir auch keinen Schlüssel gefunden. Ein Vorteil hat es aber jetzt, Freunde, wenn wir hier so ein bisschen uns entlang gucken, ein bisschen umgucken, keine Orks mehr. Ja? Alles niedergehauen. Vielleicht gibt es dafür auch sogar eine Belohnung beim guten Garund da. Da war ich nämlich überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt einfach nur die Orks hier umgehauen. Dass wir sagen können, hör mal, pass auf, Junge, hier ist alles frei. Und hier war ich selbstverständlich auch. Hier links hatten wir nochmal eine Höhle mit schwarzen Goblins. Da waren sie drinne. Und hier ist jetzt die Brücke, ne? Das ist wiederum dann neu. Hier war, genau, hier war die Höhle. Ja, da war es. Da waren die bösen, bösen schwarzen Goblins. Ich meine, drei Stück an der Zahl waren es gewesen. Und hier waren Lurker. Und hier bin ich nicht weitergegangen. Weil hier haben wir uns auch in Gothic 1 umgeguckt. Das ist schön, ne? Wenn so die Erinnerungen Stück für Stück mal wieder hochkommen. Hier haben wir hier kein Kraut, kein Nix, nee, ne? Und haben wir den bösen, bösen Wald, ey. Da müssen wir uns auch noch umgucken. Genau, guck mal, du kannst nämlich von hinten kannst du rein. Das war doch da. In Gothic 1 hat uns da ein Wolf, ja, da war ein Wolf, war da. Der uns da herzlich begrüßt hat. So, komm mal her, Lurker. Komm, die Erfahrung, die nehmen wir doch mit. Ist doch klar. So, liegt hier Sumpfkraut oder so? Ja, Tatsache. Na komm, geh her. Sammelt ein. Ja, ach, das neue Lager ist ja jetzt das Eislager in dem Sinne, ne? So, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Hallo? Seid ihr Banditen? Engrom und Talbin. Wer ist das? Die haben auf jeden Fall Namen. Ihr seid auch freundlich, ne? Ja, die sitzen da einfach in aller Ruhe. Oh, der steht auf. Nö, alles super, hallo. Halt, bleib stehen, wo du bist. Na. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Nein. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Ja, okay. Wir sehen viel zu harmlos aus. Klar, ne? Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Ja. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Ja, machen wir doch gerne. Aber was ist denn mit dem? Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. In der Tat.
Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Haben Orks so Angst vor Wasser? Ich glaube nicht, ne? Nun gut, dann Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Oh. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Nee, auf jeden Fall nicht. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Lecker, lecker. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Ja, was willst ja. du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Ja, na klar haben wir sowas dabei. Hier. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Okay, super. Haben wir den nächsten Lehrer entdeckt? So, was ist mit dir hier? Na du? Ja, Kinderspiel? Brauchst du eh nicht hier draußen. Wie sieht's aus? Beschissen. Oh. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Mhm. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Ja. Ja, ja. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Eben. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Ja gut, hätte ja sein können, dass wir ihn rausbringen können, ne? Also. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Naja, gut. Also können wir den Jungs nicht helfen. Schade. Ich dachte, ah Mann, die bringen uns alles, was über die Jagd war, aber nicht den Bogen. Ich will doch den Bogen lernen. So, erstmal die lecker Tränke, die braucht er eh nicht. Und darf ich bei euch an die Kiste? Oh, komm schon. Rechts, rechts, links, rechts, links. Jawohl. Und da ist sogar ein Stück Käse drin. Naja, egal. Die nächste Truhe. Links, rechts, rechts, links. Jawohl. Und immerhin, ein schöner Heiltrank, ja. Die Heiltränke sind wichtig. Die gehen uns langsam aber sicher aus, Freunde. So viel wie wir immer schlucken, weil wir uns mit zu mächtigen Biestern anlegen. Vielleicht sollten wir es auch einfach mal sein lassen, aber es ist halt nun mal einfach der Spaß auch am Spiel, ja. Ich mag das. Und da oben müssen wir eigentlich hin. Da oben müssen wir hin. Und da werden wir den ganz normalen Weg gehen, einfach weil wir es können. Will ich zumindest hoffen. Wenn wir durch den Wald gehen zur alten Mine, dann dürfte eigentlich alles klar sein. Glaube ich zumindest. Probieren wir es aus. Was soll schon schief gehen? Außer, dass wir wieder sterben. Ich meine, irgendwo waren wir ja hier schon, ne? Auch wenn der Fluss gerade wieder so extrem laut ist. Ich meine, hier hatten wir uns ja schon mal umgeguckt, ne? Hier waren ja die Snapper und so weiter. Da hinten irgendwo, meine ich, war noch ein Ork. Und jetzt können wir eigentlich, ne, wieder zurück. Wir könnten zurück. Lernen wir den Geschicklichkeitstrank, den uns hier keiner beibringen kann. Milton versucht sich ja gerade... Oh, Unkraut. Versucht sich ja gerade der Alchemie, aber kann uns da nicht irgendwie weiterhelfen. Aber eigentlich könnten wir uns noch ein bisschen umgucken, weil ich würde schon gerne zu dieser Schürferstelle da hinten. Würde ich gerne. Oder sollen wir doch lieber zurückgehen? Oh, da liegt ja noch einer. Ah, bei den Snappern wieder. Schon wieder ein Unglücksrabe. Ach, der Den. Der Den hat doch das Gold geklaut von dem, wie hieß er? Brutus, ne? Ja, natürlich alle anderen Wertsachen, damit er ein schönes Leben hat, dann in Corinnes, ne? Und ist seine Freunde hier dann im Stich. Das ist,
Na komm, nehmen wir sie mit, ne? Kriegen wir schon hin. Komm, ein schöner Treffer und dann kommt der Rest auch angejumpt. Jawohl. Oh. Komm schon. Boah. Sehr gut. Sehr gut. Freunde, ich bin ernsthaft am Überlegen. Und mit dieser Überlegung werde ich euch, ne, erstmal allein lassen und bis zum nächsten Mal sagen.